Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute die Frage von Helmut. Helmut ist verzweifelt, die Überschrift heißt utopische Wasserwerte. Hallo, ich stehe kurz vor dem Kollaps. Da habe ich mir alles Gute einbauen lassen. In Klammer, er hat jetzt das Fabrikat genannt, das tue ich nicht. Einen Endlosbandfilter mit 3000 Liter Biologie. Und nichts läuft. Der Teich hat eine Kapazität von 30.000 Litern. Ich habe jetzt einen Rieselfilter an die Biokammer angeschlossen. Hat auch nichts gebracht. Wenn das so weitergeht, schütte ich den zu. Die Firma, die das eingebaut hat, hat mir kurz nach der Fertigstellung mitgeteilt, dass sie keine Teiche mehr baut. Da stand ich da mit dem Zeug. In der Folge habe ich einige gravierende Fehler beseitigt. Aber wie schon gesagt. So, da hat jemand die Geduld verloren. Wahrscheinlich ist auch das Material, das er gekauft hat, nicht vernünftig eingebaut worden. Was aber, drum, ich habe am Anfang gedacht, lese ich die Frage vor, gehe ich darauf ein oder nicht. Wir haben natürlich zwei Punkte, die wir bei so einem Teichumbau, bei einem Neubau betrachten müssen. Das eine ist die mechanische Seite der Filtration, das andere ist die biologische Seite der Filtration. Die mechanische Seite muss natürlich sofort funktionieren. Also wenn ich einen Endlosbandfilter, einen Papierfilter, einen Trommelfilter, irgend sowas eingebaut habe, dann muss der auf Knopfdruck funktionieren und muss mir auch den Kot aus dem Wasser holen. Genauso ein Bürstenfilter, jeder Sedimentationsfilter, muss natürlich auf Knopfdruck funktionieren. Das in dem Moment, wo der Teich in Betrieb geht. Beim Bürstenfilter ist es vielleicht noch ein klein wenig anders, weil sich da natürlich über die Zeit ein Filterschlamm bildet. Aber ansonsten, die mechanische Seite muss funktionieren, die hydraulische Seite muss funktionieren, die Pumpen müssen logischerweise funktionieren, die Belüftung muss funktionieren. Aber du hast jetzt nicht so detailliert beschrieben, was jetzt tatsächlich nicht funktioniert. Wenn Sie aber so einen Teich von null weg starten, auch wenn Sie jetzt eine Biologie haben, die 10% Ihres Teichvolumens darstellt, dann kann es mitunter Monate dauern, es kann mitunter auch ein Jahr dauern, in Abhängigkeit, wie Sie das Management machen, mit wie vielen Fischen Sie starten, mit wie viel Futter Sie starten, dann kann es mitunter ein Jahr dauern, bis Sie irgendwann mal stabile Wasserwerte haben. Ich kann mich nur allzu gut erinnern, als ich da mal mit dem Ding angefangen habe, mit dem Hobby, mal ein paar Bücher gelesen habe, oder ich habe ja nicht als Hobbyaner angefangen, sondern ich habe bei Köllitzow damals gearbeitet, und wenn wir neue Kundenteiche in Betrieb genommen haben, um Gottes Willen, waren das Nitritwerte, waren das Ammoniumwerte, die waren fern von gut und böse. Okay, und deine Überschrift lautet ja utopische Wasserwerte, also bezieht sich auf die biologische Seite. Das kann einfach verdammt, verdammt, verdammt lang dauern. Ich weiß nicht, an wie viele Leute wir dieses Jahr wieder biologisches, eingefahrenes Filtermaterial rausgegeben haben. Und das machen wir genau aus dem Grund. Ja? Also Anlagen vom Start weg, von null weg zu starten, ohne biologische Unterstützung, das ist schlicht und ergreifend der Albtraum. Und ich sage es jetzt nochmal, die ganzen Starterbakterien und den ganzen Mist, den Leuten da zum Teil verkauft wird, vergessen Sie es. Damit sorgen Sie vielleicht sogar eher dafür, dass das Einfahren, das natürliche Einfahren der Anlage noch viel länger dauert. Natürlich können Sie da kurzfristig Ammonium und Nitrit oder auch beides reduzieren. Aber das hilft der Anlage nicht, diese natürliche biologische Balance zu finden, die es braucht, damit das von ganz alleine passiert, dass irgendwann das in einer Balance steht, das, was ich an Futter reinwerfe, dass über das Futter ein Ammonium entsteht und nicht nur Ammonium, auch andere Stoffe, dass es auf der anderen Seite eine Biologie gibt, die genau diesen Mist auch wieder abbaut. Ja? So. Und das kann, wenn Sie kein eingefahrenes Filtermaterial haben, kann das einfach verdammt lange dauern. Und ich weiß jetzt nicht, wo du herkommst, lieber Helmut, aber weil du wirklich verzweifelt scheinst und ich mir sicher bin, wenn es um die Wasserwerte geht, also wenn dein Endlosbandfilter funktioniert, wenn deine Pumpen funktionieren, wenn die Wasseraustauschrate funktioniert, wenn die mechanische Seite deiner Anlage funktioniert, biete ich dir an, komm vorbei, dann gebe ich dir 1000 Liter Filtermaterial und richtig gut eingefahrenes Filtermaterial, also ich verkaufe dir es natürlich, ich kann dir das nicht schenken, aber komm vorbei. Und dann haust du das rein und dann wirst du merken, dann geht es plötzlich alles ganz, 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 ganz schnell. Man darf nicht vergessen, auch so eingefahrenes Filtermaterial wird jetzt nicht die Anlage von Start weg auf 100% bringen. Aber wir haben auf jeden Fall die wichtigen 70-80%, die haben wir schon mal hinter uns, was die Einlaufphase angeht, weil am Anfang sind insbesondere Anlagen, die auf die Autotrophie konditioniert sind. Und das sind so Endlosbandfilteranlagen oder Trommel- oder Papierfilter. Die ersten 80%, die sind wirklich ein mühseliger, nerviger Weg, den man nicht wirklich braucht. Also Helmut, nicht verzagen, weitermachen und vielleicht treffen wir uns demnächst mal. Machen Sie es gut. Wenn Sie mal eine Frage haben, einfach schreiben.